Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem spontanen Video von mir. Ich war jetzt gerade mit dem Hund raus und bin noch auf dem Weg in die Gatte, weil ich gießen muss. Und ich dachte mir, ich lasse jetzt euch mal kurz ein gärtnerisches Update da. Wir haben ja letztes Mal den Lavendel zurückgeschnitten und ich wollte euch jetzt gerade mal kurz das eine Exemplar zeigen, was aus dem geworden ist, was der Schnitt so bewirkt hat. Wollte euch noch eine Pflanze vorstellen, die ich persönlich sehr gern habe, vor allem jetzt in der Spätsommerzeit, beziehungsweise jetzt im Anfang Herbst, die jetzt zur Blüte kommt. Und aber dazu gleich mehr nach dem Intro. Viel Spaß! So, also hier hätte man ja das gute Stück, wer sich noch daran erinnern kann. Das war dieses Exemplar in dem Lavendel-Video, wo ziemlich in alle Richtungen gehängt ist und wirklich nämlich schön aussah. Und wie ihr sehen könnt, wie lange ist das jetzt her? Knapp 3-4 Wochen, wo ich das Video gemacht habe. Und wie ihr sehen könnt, überall in den Schnittstelle oder wo die Knospenansätze waren, hat der Lavendel jetzt schon gut nachgetrieben. Also wenn man jetzt noch überlegt, zum Ende von der Vegetationsperiode, wenn der jetzt noch ein paar Tage wächst, sagen wir mal bis Ende September, dann wird er noch einiges an Höhe zunehmen. Und wie gesagt, also in der Pflanze steckt manchmal mehr drin, wie man vermutet, wenn man die nochmal kräftig zurückschneidet. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dieser Lavendel so drauf reagiert. Also wie gesagt, im Frühjahr dann am besten kräftig zurückschneide, wo Knospenansätze sind, und dann habt ihr auch wieder schöne grüne und krautige Lavendel. So, also die Pflanze, die ich euch kurz vorstellen will, ist die Caryopteris X glandonensis, zu deutsch die Bartblume, und die Bartblume ist ebenfalls wie der Lavendel auch ein Halbstrauch, also unten in der Basis stark verholzt und oben bleibt sie eben krautig. Ja, was macht die Caryopteris so besonders? Man sieht es vielleicht, sie hat eine leuchtend blaue, tolle Farbe, finde ich. Und auch sehr anziehend für die ganzen Schmetterlinge, Bienen, Hummeln und so weiter. Jetzt gerade in der Herbstzeit, also sie blüht von September bis Ende Oktober, bis schon fast in den Frost hinein, also wenn die ersten Früchte angesagt sind. Und von der Ansprüche her ist sie eigentlich total unproblematisch. Sie liebt ein vollsonniger, trockener Standort. Der Boden sollte recht durchlässig sein und auch nicht zu nass. Damit kommt die Caryopteris ganz gut zurecht. Die komplette Pflanze wird eigentlich so zwischen 60, 80 bis 100 cm maximal groß. Wichtig ist einfach, dass man pro Quadratmeter nicht mehr wie eine Pflanze setzt, weil die Caryopteris gern als Solitärstrauch sich am wohlsten fühlt. Man kann sie auch in Tufts bis zu maximal 3 Pflanzen pro Quadratmeter setzen, aber wie gesagt, lieber als in Einzelstellung als solitär. Eine Pflanze pro Quadratmeter reicht aus, damit kann sie sich einfach besser entwickeln und kommt somit auch besser zur Geltung. Damit diese Pflanze eigentlich vital bleibt, ist eigentlich nur wichtig, im Frühjahr dann, wenn man die ganze Pflanze, auch die Staude drumherum, zurückschneidet, dass man sie kräftig zurückschneidet, genau wie beim Lavendel auch, um einfach die ganze Pflanze kompakt und vital zu halten. Also lieber kräftig zurückschneiden, sie dankt einem dann mit einem kräftigen Austrieb. Wenn man zu wenig schneidet, dann verholzt sie halt immer mehr und lässt eigentlich von der Blühfreudigkeit einfach nach. Also ihr könnt damit auch mit einem kräftigen Rückschnitt eine deutliche, bessere Blüte damit erzeuge. Und der perfekte Pflanzpartner für die Caryopteris sind eigentlich so jetzt die klassische spätblühende Herbstblüher. Ob es jetzt zum Beispiel noch der Sonnehut ist, Rudbeckia, oder diverse Ziergräser, die jetzt in voller Blüte stehen. Also ob es jetzt ein Penicetum, das Lampeputzergras ist, oder das China-Schilf oder die Rutenhirse oder die sonstige Gräser, was jetzt noch zur Zeit blühe. Das ist eine schöne Kombination. Zum Thema Ziergräser würde ich euch gerne mal noch ein separates Video machen. Wenn es euch interessiert, schreibt es doch mal in die Kommentare. Also ich zeige euch jetzt gerade noch mal kurz die Basis der Caryopteris. Also wie man es sehen kann, wie beim Lavendel auch, hier unten tut sie recht stark verholzen. Und wie gesagt, wichtig ist einfach, dass man dann im Frühjahr hergeht und lieber gut zurückschneidet. Also man sieht es hier, der letztjährige Schnitt,
Und man sieht dann auch im kommenden Frühjahr, wie dann hier die Knospenansätze schon sich zeigen. Und oberhalb soll man dann guten Zentimeter stehen lassen. Und wenn man da dann die Pflanze kräftig zurückschneidet, dann tut es halt wieder komplett gut nachtreiben und bleibt, wie gesagt, immer vital und blühfreudig. Ja, und das wäre jetzt somit mein kurzes Video zur Caryopteris gewesen. Ich hoffe, das hat euch gefallen, konnte euch ein paar Tipps dazu geben. Sagt mal, schreibt es mal in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Oder wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, lasst es mich wissen, schreibt mir doch oder schreibt es in die Kommentare, was ihr so wissen wollt. Irgendwelche Themen, ob ich dazu vielleicht das ein oder andere Video dazu machen kann oder machen soll. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und wer will, kann auch gerne die Videos gerne weiterteilen auf Facebook oder so. Würde mich jedenfalls freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.